weiter mit Rüdiger Weiß, der was zu Blockchain sagen wird. Was genau, erklärt er uns gleich. Und während sich Rüdiger vorstellt, tausche ich kurz die Folien. Okay. Also, danke. Vielen Dank. Also ich bin Rüdiger Weiß, bin Professor für Informatik hier in Berlin. Und einige Leute haben ja schon gelästert und gelächelt, dass jetzt wieder nochmal was zu Blockchain kommt. Aber ist eigentlich eine relativ interessante Sache. Es sind eigentlich zwei Vorträge. Es ist eine ganz große Freude, dass Sam heute einen Vortrag macht, wo mal eine richtige Realisierung von einigen Ideen vorgestellt wird. Und was auch interessant war, wir haben uns getroffen bei einer Einladung für das, was ist meine? Ah, ja. Eine Einladung des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, und witzigerweise war Sam da die Pro-Position und ich die Kontra-Position. Also insofern ist es. Also, Entschuldigung. Hatte ich die Kontraposition zu vertreten. Also insofern sei mir nachgesehen, dass heute eher der Schwerpunkt auf den positiven Auswirkungen ist. Oder vielleicht gar nicht auf dem Pro und Contra, sondern diese alte Hacker-Sache. Ja, Leute, das Ding ist halt da. Und was meine ich damit? Wir haben Bitcoin natürlich eine Reihe von Problemen, die ich auch in mehreren Vorträgen schon seit, auch glaube ich, etwa 5 Jahre, also immer in regelmäßigen Abständen erzähle. Also für uns als Kryptoforscher ist es ganz besonders lustig und skurril, dass aus wirklich relativ liebevoll, aber sehr amateurhaft gemachter Kryptografie ein Markt entstanden ist aus dem Nichts, der auf einmal immer noch im dreistelligen Milliardenbereich unterwegs ist. Also selbst wenn man jetzt die Bitcoin-Kursverlust in dem Jahr berücksichtigt, kann man trotzdem mal ausrechnen, wenn das noch um die 5000 Euro wert ist, mal diese 20 Millionen oder knapp 21 Millionen, die mal attestiert sind, sehen wir, dass allein Bitcoin im Moment noch knapp im dreistelligen Milliardenbereich unterwegs ist. Und abgesehen von der Tatsache, die Kritikpunkte werde ich jetzt hier auch noch mal ganz kurz skizzieren, ist das Ding einfach da. Und insofern sollte man mal überlegen, was man damit machen kann. Also ich werde in einem der nächsten CCC-Events einen relativ ausführlichen Vortrag nochmal machen, wo ich eigentlich auf die technischen Sachen ein bisschen stärker eingehe. Heute Abend will ich eigentlich mal überlegen, was man Positives hacken kann in der jetzigen Situation. Aber nochmal die Kritikpunkte zumindest mal aufblitzen lassen. Energieverbrauch ist ja jetzt, glaube ich, kaum eine Woche da, wo nicht erwähnt wird. Also aktueller Artikel habe ich gelesen, inzwischen ist der Energieverbrauch von Dänemark erreicht worden. Also es ist eine große Menge von Energie, die da umgesetzt wird. Einige Sachen in der Privatsphäre sind auch schlimmer, als die Leute registrieren. In den Diskussionen, das war immer eine der hitzigsten Diskussionen, seit Bitcoin rausgegangen ist, wurde immer darauf hingewiesen, es gibt eine sehr umfangreiche Pseudonymunterstützung. Das macht durchaus Sinn. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass es jetzt schon mehrere Firmen gibt, die mit sehr einfacher Zwei-Semester-Graphentheorie da eine ziemlich interessante Analysen fahren. Und auch nochmal ein drastischer Hinweis, es gibt ja immer Philosophie, dass das in der digitalen Welt da ist, wenn China die Benutzung von Bitcoin mit Pseudonymen verbietet, dann kann man überlegen, dass da möglicherweise halt diese Hoffnung, die man an Datenschutz bezüglich Pseudonyme gesetzt hat, stark reduziert wird. Also Privatsphäre müssen wir neu nachdenken. Wir haben einige Eigenschaften von Bitcoin, die nicht nur zum hohen Energieverbrauch, sondern zu einer starken Zentralisierung führen. Das ist relativ technisch. Da werde ich bei einer Angelegenheit noch mal ein bisschen intensiver darauf eingehen, dass man, wenn man wirklich ein bisschen den Kryptografen zugehört hätte, da sicher nicht die Probleme hat, die man heute hat. Auch ein Punkt ist die Softwarequalität. Da war jetzt auch aktuell ein Fall, dass Fehler im Client, also wir haben im Moment nur den Bitcoin Core als wirklich zentrale Einheit, dass da Fehler wirklich so Doppelspending in einigen Situationen und damit letztendlich auch die ganze Existenz bedrohen. Also wie schon gesagt, ich kann, glaube ich, einen noch längeren Vortrag mit wirklich sehr kritischen und sehr technischen Sachen füllen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Und wie gesagt, ich war jetzt bei Contra eingeladen, erlaubt mir jetzt
heute Abend noch mal ein paar positive Sachen zu machen. Also schauen wir uns zunächst mal den Energieverbrauch an. Den kann man auch relativ genau rechnen. Man guckt, wie die Komplexität für Mining ist, wie die Komplexität des Proof of Works ist, und dann kann man, wenn man es darauf anlegt, wirklich bis zur Joule-Einheit runterrechnen. Man kann relativ genau die Sache berechnen. Also man weiß ziemlich genau, wie viel Energie verbraucht wird, und das ist relativ viel. Überlegen wir nochmal, es ist jetzt ein Elefant im Raum, der 100 Milliarden wert ist. Der wird nicht so schnell weggehen. Insofern überlegen wir mal, was können wir jetzt in der Situation machen. Und interessant ist, dass dieses Mining und Proof of Work hat einen relativ konstanten, oder sagen wir mal ein bisschen vorsichtig, wenn man in die Details geht, wird man Schwankungen sehen, hat aber tendenziell geringere Schwankungen als der Energieverbrauch von Volkswirtschaften. Insofern ist die Frage, können wir was mit überflüssigem Strom machen? Und überflüssiger Strom klingt ja jetzt erstmal ein bisschen überraschend, aber leider ist es genau eine Eigenschaft, die das Arbeiten mit regenerativen Energien relativ schwer gestaltet. Ich nehme mal die beiden großen Player heraus, nämlich Sonne und Wind. Es ist klar, dass Sonne und Wind sehr unterschiedliche Einspeisungen haben, ganz banal. Also tags kriegt man mehr Solarenergie ab als nachts. Und auch im Bereich Windenergie kann man sich überlegen, im zweiten Punkt, den ich hier anführe, auch ein bisschen, wird nicht pointiert gesagt, in den Orten, wo sehr viel Sonne ist und sehr viel Wind ist, will man möglicherweise nicht gerade seine Hauptindustrie haben. Also das hat man in unterschiedlichen Ausprägungen, das hat man selbst in Deutschland, wo eine erhebliche Diskussion da ist, dass die Winderzeugung, die in Norddeutschland sehr stark ist, durch umfangreiches Netzsysteme nach Süddeutschland transportiert werden muss. Also das ist eine Sache, die hat man auf sehr vielen Bereichen. Und ein Ding, das auch irgendwie, wenn man jahrzehntelang die Entwicklung folgt, muss man sagen, dass die Fortschritte in Akkutechnologien und die Fortschritte im Transport von der Energie nicht so brillant sind, wie vielleicht die Entwicklung in anderen Bereichen. Und man kann immer noch sagen, dass es erhebliche Kosten ist, wenn Strom gespeichert werden muss oder transportiert werden muss. Akku ist immer meine Lieblingssache, da sind wir wirklich an einem Punkt da, wo es immer schwerer wird. Man hat ja gesehen, dass selbst Samsung, als sie versucht haben, da Schritte nach vorne zu machen, mit explodierenden Geräten arbeiten musste für längere Zeit. Also das ist wirklich eine große Herausforderung, und ich habe schon vor Jahrzehnten eigentlich einen Vortrag gehört, der irgendwie sagte, dass die Moore's Law jetzt noch ein Weilchen weitergeht. Das geht in unterschiedlichen Ausprägungen durchaus voran. Das ist ja fast exponentiell, wenn man ein bisschen vereinfacht sagt. Die Akkuentwicklung ist allenfalls linear. Also diese Akkuprobleme werden uns noch ein Weilchen verfolgen. Also nicht, dass das nicht ein sehr spannender und wichtiger Punkt ist, aber tun wir mal wirklich die nüchterne Tatsache mal wahrnehmen, dass Speicherung und Transport von größeren Strommengen erhebliches Maß an Energie brauchen. Und nochmal der erste Punkt, dass wir durchaus im Bereich so regenerative Energien unter Umständen auch wirklich Überproduktion haben. Und da ist natürlich die eine naheliegende Idee, und ich war schön, Elektra hat, glaube ich, mal ganz früher damit auch schon gearbeitet. Das Problem ist, wenn man eine Solaranlage da hat und mehr Strom hat, als man braucht, dann war es irgendwie durchaus ein überlegender Hack. In der Anfangszeit war das sogar einigermaßen, hat sich einigermaßen gerechnet, die überflüssige Energie direkt wegzumeinen. Und was auch spannend ist, ich habe jetzt noch mal diese Bitcoin-Sache ein bisschen hingeguckt, was spannend ist, ist, dass es fasziniert mich immer wieder, dass da einige wirklich mathematische Eigenschaften auf der Bit-Ebene dazu führen, dass sich irgendwelche sozialen und auch finanziellen Sachen anders gestalten. Und ein interessanter Punkt in Bitcoin ist, dass es Mining-Pool-freundlich ist. Mit anderen Worten, man kann durch das Zusammenschließen zu Mining-Pools dafür sorgen, dass wirklich Arbeit nicht randomisiert bezahlt wird, sondern kontinuierlich bezahlt wird. Wer da ein bisschen nachgucken will, es gibt einige Probleme, auch beim Punkt, den ich vielleicht vergessen habe, auch nochmal zentral zu sagen, dass irgendwie die Mining-Sache sich stark zentralisieren. Das ist eine Eigenschaft, die nicht gewollt war.
die durch Amateur-Krypto-Fehler einfach sich in die Richtung entwickelt hat. Aber als Hacker guckt man halt, was ist die Situation da, und die angenehme Teil der Situation da ist, man kann mit relativ überschaubarem Aufwand da durch Mining Pools dafür sorgen, dass wirklich ein wirklich nachvollziehbarer Cashflow kommt. Also die Sache, wenn man irgendwie als erstes mal wirklich Bitcoin erklären müsste, würde man sagen, da das Mining ist so eine Art von Zufallssachen, das ist so eine Art von Lotteriespiel, bis jemand gewinnt. Das ist durchaus eine Eigenschaft, aber wie gesagt, durch einige Design-Überlegungen ist es dazu gekommen, dass man relativ einfach, und das ist auch wirklich die stark vorherrschende Art und Weise, wie im Moment gemeint ist, dass man in Mining Pools arbeitet und die Mining Pools auch die Möglichkeit haben, wirklich Arbeit ganz real und nachvollziehbar zu bezahlen. Kommen wir dann zum interessanten Punkt, den ich auch immer ganz gern philosophisch streite, auch mit meinen libertären amerikanischen Freunden. Da mache ich mir immer einen Spaß, dass wir sagen, okay, ich suche dir eine Position aus, ich übernehme die Gegenposition, und wir streiten dann den ganzen Abend sehr schön. Das ist eine schöne Eigenschaft, dass bei den Hackern durchaus manchmal etwas lauter wird, aber dann anschließend also die Versöhnung deutlich schneller ist als in anderen Communities. Aber da noch einmal der Hinweis, also die grundlegende philosophische Frage, wir brauchen eine Geldwährung ohne Staat. Da kann man wirklich sehr qualifiziert in beide Richtungen diskutieren. Auch ein weiterer Hinweis, den ich interessant finde, einige Leute, die gesagt haben, die Eigenschaft, dass Bitcoin nur eine beschränkte Menge an Coins hat und die auch durch Mining erzeugt werden, ist gar nicht so unterschiedlich zu der alten Idee der Golddeckung von Währungen. Auch da kann man stundenlang diskutieren, sehr interessant, sehr spannend. Ich fand es teilweise so spannend, dass ich gesagt habe, okay, ich äußere mich in meinen Vorträgen weitgehend zur Mathematik, das andere ist eine andere Wissenschaft, das ist interessant, das kann man nach einem Bierchen durchaus diskutieren, aber da lege ich mich nicht deutlich aus dem Fenster. Ich habe gesagt, dieser Vortrag ist ein sehr praktischer Vortrag, insofern kommt die Überschrift auch, das ist eine schöne libertäre Diskussion, ob man einen Staat braucht oder haben will, aber was ist, wenn der Staat einfach nicht da ist oder kein funktionierender Staat da ist. Und wir haben einige Bereiche, wo, sagen wir mal, das Vertrauen in die Staaten relativ gering ist. Wir haben Staaten, wo sehr starke Umbrüche sind, auch manchmal irgendwie auch Gewalt behaftet. Also insofern wirklich mal die provokante Frage, mal abgesehen, ob wir das uns als Libertäre, als Illusion haben. Nur am Rande bemerkt, Absterben vom Staat gibt es auch im Marxismus oder im Urchristentum. Also insofern, die Diskussion, die wir jetzt da führen, ist wirklich eine Diskussion, die fast so alt ist wie die Frage der Philosophie, die sich mit dem Zusammenleben beschäftigt hat. Also was ist in Situationen, wo es keinen funktionierenden Staat gibt? Ist es da sinnvoll, dann Geldsysteme zu haben, die trotzdem funktionieren? Dazu kommen wir später. Ein weiterer Punkt, der mir in der Diskussion auch sieden heißt, dann mal klar geworden ist, Bitcoin ist diskriminierungsfrei. Jeder und jede, jeder Mann, jeder Frau, jedes Kind oder jeder Computer, der Zugriff auf den Schlüssel hat, kann das nutzen. Und das ist eine Sache, wo ich auch irgendwie mich teilweise also gewundert habe, dass es den Leuten nicht klar war. Mir ist dann irgendwie siedenheiß eingefallen, dass der Zugang zum Banksystem durchaus nicht in allen Ländern der Welt einfach ist. Und das ist wirklich ein Punkt, wo ich nochmal deutlich darauf hinweisen will. Jeder, der einen Schlüssel hat, das kann auch ein Kind sein, kommen wir wieder zum Punkt, wollen wir Kinder komplett in der Wirtschaftskreislauf teilnehmen? Das ist auch eine Diskussion, die durchaus umstritten ist. Aber generell ist es ein emanzipatorischer Akt, dass also, wie wir als mit der alten Hacker-Sache formuliert haben, all creatures welcome. Also jeder, der den Schlüssel hat, darf es tun. Und das kann im Prinzip, wenn wir jetzt mal diese Hackerträume weiterspinnen, durchaus auch eine digitale Kreatur sein. Und das ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber es gibt durchaus mal ein paar Ansätze, wo man das durchaus überlegen soll. Und noch einmal, um ganz deutlich zu betonen, die Möglichkeit, dass kein Staat gewissen Geschlechtern oder gewissen Gruppen oder religiösen Gruppen den Zugang zum Geldsystem verwehrt, das ist ein aktuelles Problem. Insofern kann da
diese Währungen, die durchaus kritisch gesehen werden, durchaus emanzipatorische Charakter aufzeigen. Kommen wir zu dem anderen Punkt. Es ist, und da wird Sam drauf eingehen, es ist auch interessant, mal zu überlegen, ob mit diesen Verfahren nicht ein Technologiesprung für sich entwickelnde Systeme möglich sein können. Und hier ist der zentrale Punkt. Diese ganze Digitalökonomie hat sehr kleine Anforderungen an die analoge Welt. Wir kommen zu dem nächsten Mal, wenn ich mal ein bisschen Projekte vor mich hinspinne. Aber das sich mal klar zu machen, es ist eine Möglichkeit wirklich nicht nur für irgendwie libertäre Philosophen irgendwie zu sagen, wir machen das ohne staatliche Kontrolle, sondern in den Sachen, wo nichts Funktionierendes da sind, kann das wirklich eine sehr interessante Sache sein. Und wir kommen dann später nochmal darauf, dass es wirklich möglich ist, mit sehr geringen Anforderungen an die digitale, an die analoge Welt hier zu starten. Beispiele, die wir vielleicht auch noch mal gehört haben, in einigen Ländern Afrikas, wo es kein funktionierendes Bankwesen gibt, haben sich sehr schnell mobile Systeme durchgesetzt. Habe ich eine ganze Arie von Kritikpunkten. Privatsphäre, Frage, ihr schickt die ganzen Daten an ausländische Systeme. Andererseits habe ich sehr viele Berichte von Leuten aus der Entwicklungshilfe gehört, die gesagt haben, ja, also diese Möglichkeit, auch für kleine Handwerker irgendwie da teilzunehmen, ohne dann irgendwie Banksysteme, und Banksysteme sind manchmal dann auch in Händen einer durchaus korrupten Regierung, sind wirklich Möglichkeiten, die man zunächst mal auch mal wahrnehmen sollte. Beispiel, das war auch eine Sache, die im Entwicklungshilfeministerium gesagt wird, es gibt durchaus Entwicklungszusammenarbeit in den Bereichen, wo Grundbucheinträge und so weiter geschaffen werden. Und da kann man sich durchaus überlegen, in Systemen ohne Notariatswesen können vielleicht dann Systeme gebaut werden, die gleich digital starten. Und man hat relativ, also in der Geschichte nicht allzu oft, aber in ein paar Situationen doch schon die Situation, dass Länder, die in der Entwicklung zurückgehängt haben, dann durch den Technologiesprung doch eine interessante wirtschaftliche und soziale Entwicklung gemacht haben. Also nochmal, das ist auch ein Bereich, wo man es einfach mal wahrnehmen sollte, oder eine Sache, die ich in den letzten Tagen nochmal mit Linux, mit ILF diskutiert habe, die Frage zum Beispiel digitale Wahlprotokolle. Da gibt es durchaus kryptografisch sehr fortgeschrittene Wahlsysteme. Und hier ist es nochmal, muss ich sagen, hier ist ein großer Unterschied, dass wir als Hacker nicht umsonst vor Wahlcomputern warnen, aber Systeme, wo, sagen wir mal, keine Wahlkommission da ist oder es Zweifel gibt, kann man durchaus einige Eigenschaften der Blockchain halt nutzen. Und was ich da auch mal gesagt habe, man hat verschiedene Wahlprotokolle, wo sowas wie ein öffentliches, authentifiziertes Wahlregister hergestellt werden muss. Und jetzt kommen wir zum Hacken. Es ist durchaus möglich, eine Millicent-Überweisung von Bitcoin-Konto zum anderen Konto zu machen und den Root of Trust oder halt irgendwie eine Authentifizierungspattern oder ja, also praktisch schon eine Authentifizierung von einer anderweitig veröffentlichten Liste in die Blockchain zu schmeißen. Und dann tut dieses hunderte Milliarden System das einfach abstempeln. Also das hat man wirklich, ist auch nichts revolutionär Neues. Man hat in vielen Papern über digitale Contracts auch gesagt, wir benutzen diese Blockchain einfach als Hack, dass wir da irgendwie Daten sichern wollen, Daten veröffentlichen. Noch einmal, die Eigenschaft von Blockchain ist elementar. Also Bitcoin wird weltweit verteilt, relativ robust. Und Änderungen sind immer schwerer möglich. Also insofern, wenn wir ein System haben, wo es wichtig ist, dass Informationen veröffentlicht werden müssen, verteilt werden und authentifiziert werden müssen, dann haben wir durch dieses 100 Milliarden Monster halt inzwischen einen Service da, wo wir sagen, okay, ich überweise mir einen Millicent und schreibe ins Kommentarfeld da was rein. Es gibt noch andere, aber das ist eine relativ kanonische Art, das System einzubauen. Und wie gesagt, auch nichts Neues. Es gibt verschiedene Serviceleister, die das in verschiedene Anwendungen halt machen. Lasst mich
einmal wirklich einen Plan spinnen und ich bin froh, dass Sam dann gleichzeitig wirklich eine reale Sache vorstellt, die nicht jetzt mit meinen Ideen jetzt direkt zu tun hat, das ist ein anderer Ansatz, auch andere Schwerpunkte, aber dennoch fand ich irgendwie das faszinierend und ich habe es mal in die Hacker-Richtung ein bisschen weiter gesponnen und halt wirklich die Überlegung, wir schmeißen in sonnenreichen Infrastrukturen einfach mal Mining-Rechner ab, die Solar arbeiten. Klingt ein bisschen obskur, aber es gibt eine Reihe von Sachen, die ich da relativ interessant finde. Zunächst mal ist die Teilnahme an der gesamten Blockchain-Ökonomie, also auch in der Bitcoin-Ökonomie, brauchen wir eine Außenverbindung für ein ganzes Mesh-Netzwerk. Also es kann im Extremfall eine Satellitenverbindung, das geht so gut wie überall, aber natürlich GSM das Naheliegende. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Wir gehen wirklich in die Wüste und was mich auch irgendwie fasziniert, war aus den alten Anti-Atom-Zeiten, war irgendwie ein Bild, das gesagt wird, so ein kleiner Teil der libyschen Wüste hat genug Strom, also Solareinstrahlung, um damit irgendwie einen Großteil Afrikas zu versorgen. Also noch mal ein bisschen überspitzt gesagt, da ist extrem viel Strom da, potenziell. Es gibt eine Reihe von Problemen, das geht alles nicht so direkt durch. Auch inzwischen ist die Frage, ob Bitcoin-Mining da die richtige Sache ist. Aber allein die Idee zu sagen, ich gehe an sonnenreiche Sache, wo es zu teuer ist, Infrastruktur zu machen. Wo es zu teuer ist, Leitungen zu legen. Und noch einmal, wer den Kampf in Deutschland über Leitungssysteme ansieht, der weiß, dass es in instabilen Ländern, wo es irgendwie dann wirklich große Strecken wirklich wortwörtlich durch die Wüste gelegt werden sollten, wirklich sehr hohe logistische Probleme da sind. Ein ganz makabres Problem hatten wir lange Zeit in Brandenburg. Es war durchaus auch eine Phase, wo exzessiv viel Stromkabel geklaut worden sind. Und wenn man sich überlegt, hunderte Kilometer durch die Wüste, dann ist es schwer, das alles unter Kontrolle zu halten. Und das sind halt wirklich Herausforderungen, wo ich wirklich sage, lass mich mal spinnen. Wir schmeißen wirklich ein Solar-Ding ab, in der Wüste jetzt mal überspitzt gesagt. Die vermischen sich und die einzige Außenanbindung, die wir brauchen, ist im Prinzip eine Satellitenverbindung. Wenn GSM da ist, prima, aber wir brauchen eine sehr schmalbandige Sache, um an diesem ganzen Mining teilzunehmen. Das sind wirklich relativ überschaubare Größe. Ich glaube, die ganze Blockchain, die wir auch dann nicht brauchen, sind 120 Gigabyte. Das brauchen wir nicht alle für die Anmeldung, aber selbst das ist in der Zeit, wo überall Videos gestreamt werden, wirklich keine Datenmenge, die uns ganz in die Krise schleudert. Gut, also wie gesagt, die Idee wirklich zu sagen, wir schmeißen da Geräte ein und die fangen an, Strom zu produzieren. Da wird Sam erzählen, dass auch der Strom auch für Nicht-Mining-Nutzen durchaus vernünftig sein kann. Wir sagen, das überflüssige Strom, also der nicht abgenommene Strom, fangen wir direkt an zu minen und dann kann man sich halt überlegen, ob wir dann praktisch autonom wirtschaftende Systeme bauen, also Richtung Selbstfinanzierung. Die überflüssige Solarenergie kann durchaus verkauft werden, um damit Telekommunikations- oder Infrastruktursachen direkt zu bezahlen. Der Strom kann irgendwie eingespeist werden, in dem Sinn, wenn man nachts irgendwie weniger Strom braucht, kann man den notfalls mit Coins kaufen. Auch da, wie gesagt, wird man sehen müssen, wie viel Verlust ist da bei der Umsetzung. Aber allein die Sache mal ein bisschen durchzuspinnen, kann durchaus, glaube ich, doch interessant sein. Und wir hatten am letzten CCC da auch einen Vortrag zum Thema nachhaltige und stabile Lösung für so Systeme. Und ich glaube, da ist es ein Punkt, wo man wirklich nachdenken sollte. Und wenn wir jetzt schon mal beim Spinnen sind, jetzt können die Leute ganz lästern, im Blockchain wird in wenigen Sekunden dann auch noch das Wort Cloud auftauchen. Was meine ich damit? Das ist ein ganz interessanter Exkurs. Wenn man von diesem Proof of Work weggeht, also diesem Energieverbrauch, dann gibt es unterschiedliche Ansätze. Einer ist ganz interessant, Proof of Stake, da wird in Ethereum
ein bisschen rumgemacht. Das werde ich bei einem späteren Vortrag vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher eingehen. Aber die andere Idee fand ich noch faszinierender. Die Idee, dass es kein Prof of Space. Das ist ein schöner Rechtschreibfehler, sehe ich gerade. Also Proof of Space, okay. Das sind schwere freudsche Fehlleistungen, merke ich gerade. Also Proof of Space, was ist damit gemeint? Naja, also diese Mining-Prozedur bei Proof of Work belohnt das Rechnen von Zufallswerten. Jetzt kann man hergehen, der erste Schritt ist zu sagen, wir versuchen anstatt Zufallswerten zu berechnen, sinnvolle Berechnungen zu machen. Da gibt es erste Arbeiten, aber so ganz einfach ist es auch nicht. Aber das ist eine Sache, die ich auch in einem späteren Vortrag noch mal ein bisschen vorstelle, beziehungsweise erscheint im November oder Dezember von mir ein relativ ausführlicher Artikel in der Zeitschrift Ökologisches Wirtschaften, glaube ich, wo ich da auch ein paar Ideen vorgestellt habe. Nur so viel, die grundlegende andere Alternative ist wirklich zu sagen, wir belohnen nicht also sinnlose Berechnungen, sondern was Nützliches. Also nochmal nützliche Berechnungen im Bereich Forschung habe ich schon gemacht. Ich habe gesagt, bei Proof of Stake kann man über hybride Verfahren relativ interessante Reduktionen machen mit anderen Währungseigenschaften. Da müsste man auch nochmal hinhauen. Aber jetzt nochmal zu Proof of Space. Da ist die Idee, dass die zur Verfügungstellung von Speicherplatz direkt belohnt wird. Gab es eine wissenschaftliche Konferenzbeitrag 2014, Permacoin, und ganz interessant, Filecoin, das einiges in die richtige Richtung gemacht hat, hat ein ICO gemacht 2017 im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Ich glaube, wenn man alles ordentlich zusammenrechnet, vor ICO und hast du nicht gesehen, waren das um die 265 Millionen. Also sagen wir mal, die Idee ist durchaus offensichtlich so, dass viele Leute da auch Geld hinterher schmeißen. Das ist kein guter Indikator in der Blockchain-Welt. Aber vielleicht doch mal ganz hilfreich, dass es nicht völliger Quatsch sind. Also wirklich, meine Idee ist in der Richtung zu sagen, wir versuchen, gucken, was im Proof of Work möglich ist in bestehende Strukturen. Wir gucken, ob wir was Intelligenteres finden. Und wirklich der Ansatz, Mining, also Leute zu belohnen, dafür was Nützliches zu tun, ich glaube, das ist nicht so ein ganz blöder Ansatz. Und noch einmal, wer sich diese ganzen Protokolle anguckt, das sind auch sehr viele interessante Ideen aus dem Verteil der verteilten Datenbanksysteme, da sind wir gar nicht so weit weg. Und es ist halt dann die Frage, ob wir nicht hergehen können und sagen, wenn wir sowieso Geräte in die Wüste schmeißen, dann wäre vielleicht zu überlegen, wenn wir normale Währung neu aufbauen, ob wir gleich mit Proof of Space starten und damit praktisch eine Finanzierung von diesem Cloud-Service lokal, nachhaltig und selbstbestimmt möglich machen. Und noch einmal, da sind ein ganzer Verschlag von Problemen durchaus auf dem Weg. Andererseits halte ich das durchaus für lohnend, da reinzusehen und werde da auch noch ein paar technische Sachen in Artikeln zur Verfügung stellen. War mir jetzt hier auch nur mal wichtig, dass man mal wirklich versucht, dieses Hype-Thema ein bisschen runterzukochen und zu gucken, was ist da möglich, die Kritikpunkte durchaus wahrzunehmen und zu überlegen, wie man die Sachen besser machen kann. Und ich muss sagen, einige der Sachen, wo ich mich näher beschäftigt habe, sagen mir doch durchaus, dass es eine Reihe von Realweltproblemen gibt, die man mit Blockchain durchaus adressieren kann, ohne jetzt irgendwie in diesem Hipster-Mode zu kommen, dann nur noch von Cybercloud, KI und Blockchain zu reden den ganzen Tag. Aber das ist, wenn man die Sache ein Weilchen verfolgt, auch ein bisschen Ruhe. Also ganz interessant, in dem Artikel habe ich ein bisschen nachgestöbert und eine der ersten Ideen mit so einem ewigen Logfile auch Geld zu simulieren, stammt von, die ganz Älteren werden sich erkennen, von Lutz Donnerhacker von 1997. Waren also da schon die ersten Protokolle. Insofern ist es schon so, dass man aus dem Bereich der Kryptographie irgendwie die Metrik hat, dass also diese ganze Blockchain-Sache, wenn man es sehr ordentlich macht, sehr viel klüger macht, als die Leute es implementiert hat, eigentlich nur ein, zwei Vorlesungsblöcke voll machen kann. Also insofern ist es schon
faszinierend, dass mit sehr rudimentärer Technik dann doch dreistellige Milliardenbereich Werte aus dem Nichts generiert werden können. Kommen wir noch, bevor wir dann zu Sems Vortrag kommen, der wirklich auch einen sehr praktischen Ansatz hat, noch einmal zu den Anforderungen, die wir haben. Und da möchte ich doch noch mal die Privatsphäre hochziehen, weil wenn wir jetzt sagen, wir begrüßen es sehr, dass irgendwie Bezahlungssysteme jetzt mit Mobilfunksystemen gemacht werden, ist natürlich das Problem, dass damit halt die Daten einer ganzen Bevölkerung in anderen Händen sind. Also ein alter Hackerfreund von mir hat ein Projekt vorgestellt und habe ich gefragt, und wie macht ihr das jetzt genau dann mit dem Zahlsystem? Ja, also wir haben die ganzen Computer haben wir in Singapur gestellt und benutzen Amazon. Und dann habe ich gesagt, du als alter linker Freund von mir, ist es ziemlich interessant, dass du jetzt irgendwie die gesamten Daten einer Bevölkerung an eine privatwirtschaftliche Firma, die auch noch in Singapur die Server stehen hat, übergibt. Also insofern will ich schon sagen, wenn wir was ich in der ersten Folie gemacht habe, sagen, wir sollten Systeme neu machen. Und ich muss mal ganz deutlich sagen, einige der Kernprobleme, die adressiert worden sind, nämlich dass es eine sehr preisgünstige Möglichkeit ist, Zahlungen zu machen, ist ja durch diesen Erfolg von Bitcoin an die Wand geklatscht worden. Heute ist es einfach nicht sinnvoll, wegen den hohen Transaktionsgebühren und den Wartezeiten, da normales Business mit Bitcoin zu machen. Es ist jetzt im sehr starken Bereich auch ein Spekulationsobjekt geworden. Und insofern bin ich schon der Meinung, dass man da was neu machen soll. Und wenn wir dann halt Lösungen für Länder bauen, dann ist es wirklich wichtig, die Privatsphäre am Anfang zu berücksichtigen. Weil das Nachrüsten von Privatsphäre geht so gut wie nie gut. Also insofern noch einmal der Hinweis, das ist keine philosophische Frage von Datenschutz jetzt hier in normalen Rechtsstaaten, sondern wirklich die Frage, wenn wir Systeme aufbauen, wo dann jede Zahlung dann im Ausland evaluiert wird und wir auch ganz deutlich gesehen haben, dass sehr viele Geheimdienste nicht unbedingt den nötigen Respekt vor den Daten anderer Bürger zeigen, ist das wirklich eine Sache, wo ich ganz klar sagen muss, wir müssen da in der Privatsphäre viel machen. Also in dem ausführlichen Artikel bin ich nochmal auch stärker ein bisschen auf die Frage angegangen. Kurzform war Bitcoin ohne Pseudonyme wäre ein absoluter Albtraum. Mit Pseudonym ist auch schon immer ganz lustig. Und noch einmal, wenn jetzt Pseudonymverbote kommen, dann sind wir in einer Situation, wo ich auch gesagt habe, wir haben in normalen Staaten die Situation, dass Zugriff von Bankdaten zwar exzessiv den Behörden ermöglicht wird, aber immer noch nach Regeln. Bei Bitcoin ist jede Überweisung für alle sichtbar. Also insofern ist das ein System, wo man sich wirklich davon hinmachen muss. Wenn wir ein System haben, wo alles sichtbar ist, wo es keine Möglichkeit des Vergessens gibt, dann sollte man wirklich realisieren, dass dann Fragen der Privatsphäre nicht irgendwie eine Luxuskonstruktion ist oder eine Sache, die man eventuell nachrüstet, sondern relativ zentral sind. Komme ich zu der letzten Folie und auch mit der Überleitung. Also noch einmal, wenn man jetzt bestehende Systeme da sind, gibt es durch Anwendung für regenerative Energien. Es wird nicht alles 1:1 gehen, aber wie gesagt, mir ist wichtig, darüber auch nachzudenken und auch das Entwickeln von, ich habe es ja Grassroot-Ökonomien genannt, muss ich auch nochmal hinweisen, also diese libertäre Überlegung, dass irgendwie Menschen sich selber vernetzen und ohne Staat Sachen machen, ist eine interessante philosophische Sache, wo man den ganzen Abend durchaus mit beiden Positionen sehr erregt und fundiert diskutieren kann, aber es ist halt, wie gesagt, in Situationen, wo ein Staat nicht da ist oder Vertrauensstruktur nicht da ist, Möglichkeit, da von unten was zu bauen, ist eine Sache, die man wirklich auch stärker berücksichtigen soll. Aber wie schon gesagt,
Es gibt eine Reihe von Ideen, nachhaltigere Blockchain zu machen. Ich habe teilweise im letzten Vortrag darauf eingegangen, wer eventuell also in einem der nächsten CCC-Kongress dazu noch ein bisschen mehr sagen, um ein bisschen zu spoilern. Die Frage, dass irgendwie, sagen wir mal, dieser demokratische Ansatz, dass jeder teilnehmende Rechner eine Stimme hat, hingeht zu, wir haben riesige Mining-Pools und ist eine Frage, die in der kryptografischen Forschung durchaus adressiert wurde. Im Zusammenhang mit Passwort-Hashing gibt es einen ganzen Wissenschaftszweig, der sich damit beschäftigt, also wie man Proof of Work so macht, dass es wenig durch zusätzliche Hardware zu beschleunigen ist. Und da auch nochmal ein Punkt, da gibt es durchaus Systeme, die haben den Teil verstanden, aber schlicht und einfach eine einzige Zahl falsch gesetzt, mit dem Ergebnis, dass dann doch Spezialchips entwickelt worden sind. Und wer ganz groß grinsen will, kann mal gucken, einer der Bitcoin-Forks ist durchaus hochgenommen worden, und zwar wie es im Buch steht. Nämlich übers Wochenende wurde dann mit dem sogenannten 51%-Angriff irgendwie 18 Millionen rausgetragen. Am Montag hat er schlagartig aufgehört und die Firma, die diese Spezialhardware herstellt, hat begonnen, diese Spezialhardware an andere Leute auszuliefern. Das Schöne ist, offensichtlich ist ein 18 Millionen Bankraub in dieser Phase so, dass es erstens hier, glaube ich, kaum jemand mitgekriegt hat und zweitens, was noch lustiger ist, dass der Auswirkungen auf den Code, und das bedeutet schlicht und einfach, das ganze System ist im Moment irgendwie nicht besonders sicher, eigentlich keine relevanten Auswirkungen auf den Kurs hatte. Also insofern ist das eine durchaus faszinierende Welt. Und da werden wir auch wissenschaftlich reinschauen. Aber nochmal, heute Abend ist die Überlegung wirklich zu sagen, was machen wir mit den Systemen, die praktisch da sind, wie gehen wir Schritte in die Richtung. Insofern ist es mir eine ganz große Freude, dass nach dem Vortrag und der kurzen Fragenrunde Sam da wirklich mal ein Projekt vorstellt, die teilweise Sachen adressieren, aber ich möchte nochmal betonen, ist ein völlig autonomes Projekt. Ich fand es nur faszinierend, dass Leute da was konkret in Angriff nehmen und freue mich dann auch sehr auf den Vortrag. Bis dahin vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles klar, vielen Dank, Rüdiger. Und ich kann mir vorstellen, es gibt Fragen. Mit Blick auf die Zeit sage ich, machen wir zwei und wenn es dann noch Fragen gibt, klärt ihr die hinterher oder nach Sams Vortrag vielleicht nochmal. Gucken wir mal. Fangen wir einfach an, da hinten. Auf die Gefahr hin, dass ich das nicht richtig verstanden habe. Also das, die Idee von der Nichtdiskriminierung, die du da aufgestellt hast, die finde ich schon etwas fragwürdig, weil es hängt ja davon ab, ob du einen Zugang zu digitalen Ressourcen überhaupt hättest. Mhm. Ja, und ich gucke mir dann im globalen Süden an, da wirst du das nicht so finden. Mhm. Die Fragestellung, ob der Zugang zu Zahlungssystemen mit Mobilfunk jetzt so kritisch zu bewerten ist, sehe ich auch wiederum von der anderen Seite, weil das tatsächlich eine Riesenchance ist für die Leute dort in diesen Ländern gerade, mal sich was zurückzulegen oder auch Einkommen, die sie haben, für längere Zeit mal aufzusparen. Das gab es da nicht. Wenn du da irgendwo in einem Dorf lebst, hast du keinen Zugang zu Banksystemen. Und die Frage der Grassroot-Ökonomie, das ist Standard in diesen Ländern, weil dort informelle Strukturen aufgebaut werden. Das heißt, die Frage wäre, ob du mit deinen abgeworfenen Rechnern vielleicht lieber so ein Dorf unterstützen könntest und ob man da Gewinne generieren kann, die man dann der Bevölkerung dort zugutekommen lassen kann. Der einfache Teil natürlich. Grassroot bedeutet von unten. Und der zweite Punkt amüsiert mich. Auch eine weitere, eigentlich honorische Geisteswissenschaftlerin hat denselben Spruch gehabt, dass der Zugang schwierig ist. Du hast schon mitgekriegt, wir haben 2018, du hast schon mitgekriegt, es gibt inzwischen mehr Telefone als Menschen auf der Welt. Insofern nochmal der deutliche Hinweis, ja, es ist immer noch hart, aber der Zugang zum Handy, und ich muss sagen, hier reicht wirklich für die ganzen Protokolle ein normales, wenige Euro Nicht-Smartphone zur Beteiligung, bedeutet einfach, dass der Zugang deutlich geringer geworden ist. Es kommt immer von den Sozialwissenschaften die üblichen Sachen, die vor 10 Jahren vielleicht relevant waren. Aber heute bedeutet es, jede und jeder, der ein Symbian-Phone oder ein Feature-Phone, Feature-Phone, normales Telefon, wir kriegen es wahrscheinlich sogar hin, dass man das alles mit SMS
Macht hat da keinen Zugang. Und das ist einfach relativ deutlich, dass der Zugang zum Handy wirklich einfacher ist als zu einer ganzen Bürokratie mit Konten und so weiter. Und das ist einfach ein Punkt, da soll man einfach mal die alten Sachen liegen lassen. Wir haben jetzt 2018 und haben halt Milliarden Geräte da draußen, sodass man sagen könnte, es werden sehr viel mehr Leute erreicht. Der zweite Punkt ist ein eher valider. Ich habe die Sachen da durchaus so formuliert, dass ich gesagt habe, sehr viele Beobachter sagen das. Es ist nicht unumstritten. Ich habe in den Folien auch gesagt, es sind Datenschutzprobleme, es sind hohe Transaktionskosten und so weiter. Dennoch nehme ich durchaus wahr, dass viele Leute sagen, dass dieses auch Leute, wo ich durchaus einräume, dass das halt Marktwirtschaftler sind, die sagen, Marktwirtschaft wird was retten. Ist alles kritisch zu hinterfragen, ob da Strukturen unterstützt werden. Von der technischen Seite noch einmal, der Unterschied ist, ein 10 € Nicht-Smartphone ermöglicht dir eine Teilnahme am Wirtschaftsleben und das ist eine einfach geringere Schranke, das ist einfach objektiv der Fall. Es ist immer noch eine Schranke, das Handy muss aufgeladen werden und hast du nicht gesehen, aber dennoch ist es, die Schranke ist drastisch geringer geworden. Alles klar, hier vorne war noch eine Frage. Ja, noch 3 kurze Nachfragen. Einmal kurz, mir ist nicht ganz klar geworden, inwieweit die Bitcoin-Blockchain das Notariatswesen überflüssig macht. Die zweite Frage war gewesen, Dateien speichern auf der Bitcoin-Blockchain. Nee, nicht Bitcoin, andere. Achso, ja. Du meintest aber Bitcoin, weil, was? Nicht Bitcoin, das sind andere Protokolle. Es ist anstatt Proof of Work, Proof of Space. Das hat nichts mehr mit Bitcoin zu tun. Du meintest aber Dateienspeichern auf der Bitcoin-Blockchain. Nee, dann habe ich mich entweder versprochen oder... Kommt. Was? Okay. Für andere Sachen. Ja, erkläre ich gleich den ersten Teil. Du hast noch eine dritte Frage? Genau, und die dritte Frage wäre gewesen hier, Vertrauenssysteme ohne Staat. Wer ist denn da der Vertrauensanker? Ich meine, Web of Trust skaliert nicht, wissen wir. Na, okay, jetzt sind ein paar verschiedene Begriffe draus, die alle auch würdig wären, einen halben Abendvortrag zu führen. Mal der Reihe nach. Der Hack, den ich gemeint habe, bestehende Bitcoin-Sache, gibt es die Möglichkeit, und das ist auch in der Literatur viel gesagt, sogenannte Smart Contracts in der Form zu machen, dass man Kontrollwert, das ist die Root eines Merkle-Trees, wenn man es genau wissen will, schlicht und einfach ins Kommentarfeld einer kleinen Überweisung klatscht. Also man überweist sich einen tausendsten Cent und macht Kommentar Hashwert. Und damit wird er überall verteilt. Das ist eine Sache, die irgendwie das Problem der Authentifizierung und Verteilung löst, was 2 Probleme sind im Notariatswesen, die da sind. Noch einmal, ich bin kein Hipster mit Pferdeschwanz oder Dutt oder anderen Sachen. Ich habe nicht mal einen prächtigen Hipsterbart. Insofern bin ich nicht der Meinung, dass mit Blockchain alle Probleme verschwinden. Wir müssen sehr konzentriert gucken, was kann man da adressieren. Und da ist halt der Punkt, eine bestehende Blockchain kann man halt irgendwie dazu hacken, damit irgendwie Daten, die man veröffentlicht und unverändert haben will, reinschmeißen. Und das geht mit der normalen Bitcoin-Blockchain. Der zweite Punkt ist, diese Systeme mit Proof of Space, das ist eine völlig neue Tanzveranstaltung. Also das sind Überlegungen, wie macht man wirklich eine nachhaltige Blockchain, und da habe ich in meinem Artikel einige Sachen gemacht, da forsche ich auch nochmal weiter. Wie machen wir die von Grund auf neu, noch einmal in ordentlich gesehen? Und das sind eigentlich, glaube ich, die Punkte, die da sind. Der andere Sache, wo ich auch nochmal darauf hinweisen muss, wem vertrauen? Naja, das kann man sich dann halt aussuchen. Rums. Man kann einfach sagen, ich habe ja mal gelästert bei digitalen Verträgen, gibt es 2 Möglichkeiten. Ich mache das für 3 Cent, lass mir das autorisieren vom ehrlichen Henry hier um die Ecke. Ich sage, es ist ein größerer Deal, ich zahle die 80 € für meinen Notar, der irgendwie, 65 € kostet es, dem Notar zu bestätigen, dass ich die Unterschrift leiste, weil er mir gegenüber sitzt. Das sind Sachen, die man entscheiden kann, aber diese Blockchain hat einfach ein paar Infrastruktursachen, die man durchaus für ein Notariatswesen adressieren kann, und diese auch libertär gedachte Sache, dass man sich den Vertrauensanker auswählen kann, ist auch ein Feature des Systems. Noch einmal, das sind alles Sachen, die aus der libertären Richtung in ein Weltbild haben,
libertäre Sache hat sehr viel Vernünftiges, wenn ich mir angucke, wie repressiv die Staaten geworden sind. Ein einfaches Beispiel, ein sehr schöner Podcast von Tim Britlaff war mit einem über Blockchain neues Buch von O'Reilly, und da war einer, der irgendwie Burger verkauft mit Blockchain da in Kreuzberg. Und habe ich mir angehört, war natürlich kritisch, und auf einmal hat er gemeint, sämtliche Kriege der US-Regierung waren nur möglich, weil sie diese Golddeckelung aufgegeben haben. Also dieses Fiat-Geld, dass der Staat sich beliebig entschulden kann, wenn man keine feste Geldmenge hat, ist ein Punkt, wo ich auch erstmal da saß und sagte, oh hoppla, das ist auch durchaus ein Punkt. Er hat dann auch gesagt, allein der Irakkrieg hat jedem Haushalt 70.000 Dollar in Amerika gekostet. Das ist nur möglich, wenn man mit dem Fiat Money halt beliebig viel Geld drucken kann. Und auch irgendwie so ein paar Punkte, wo ich dann auch nachgeguckt habe, dass irgendwie alle Fiat Moneys irgendwie zu Inflation und Hyperinflation geführt haben. Umgekehrt kann man natürlich argumentieren, wenn du nur eine gewisse Geldmenge hast, hast du überhaupt wenig Steuerungsmöglichkeiten, du hast Deflationssachen und so weiter. Also ich will es nochmal deutlich sagen, das ist eine Sache, die habe ich mir Zeit genommen, und ich gehe als Mathematiker da sehr, sehr sorgfältig ran und muss sagen, das sind wirklich interessante Fragen aus der Wirtschaft und der Philosophie, die man sicher sich nochmal angucken muss und die ich auch sehr gerne mir angucke. Ich habe aber noch, sage ich ganz deutlich, keine endgültige Meinung mehr dazu gebildet. Vielleicht als andere Sache, da ich sehr früh schon gefragt wurde, wie sicher die Systeme sind, habe ich zum Beispiel niemals mehr Bitcoins zugelegt. Aber noch einmal, ich sage, es gibt durchaus beide Positionen, die sind wichtig. Wichtig ist mir hier zu sagen, wie finden wir was Technisches, wie können wir mit bestehenden Sachen vorarbeiten, und ich glaube, das ist wirklich ein schöner Hook, dass wir Sam mal die Möglichkeit geben, wirklich eine Realweltimplementierung zu machen. Wird vorschlagen, wenn es dann doch noch Fragen gibt, können wir dann nach dem Blog, kann ich dann nochmal dran. Also nochmal vielen Dank. Alles klar, vielen Dank, Rüdiger.